Noch hast du dich heute auch so über deine Meilenstein-Rewards gefreut, 90 Spiele runtergeölt in Division Rivals und dann gab es diese schöne Choreo von EA. Ah, da habe ich einige Nachrichten von euch heute schon gelesen. Das war natürlich ein böses Eigentor von EA Sports. Wir haben einen neuen Season Pass, schauen wir uns gleich im Detail an. Ich bin echt gespannt, was du dazu sagst. Servus, Grüße und Hallo, würde mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst. Das motiviert mich, hilft mir, dir zu helfen, denn am Wochenende gibt es wieder viele Gelegenheiten, ein paar Münzen zu machen. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben es bis zum letzten Moment, hatten wir noch gehofft, dass EA doch die Meilensteinbelohnungen noch anpasst. Dem war nicht so. Wir haben eine Choreo bekommen, wobei ich sagen muss, ich hatte dieses Pack und die anderen beiden, also 82 mal 2 oder so war das, hatte ich heute Morgen auf meinem Account. Also könnte es doch sein, dass wir was zu den Meilensteinbelohnungen bekommen. Ich habe jetzt nichts weiter dazu gelesen. Habt ihr was bekommen? Würde mich interessieren. Schreib es mir gerne mal in die Kommentare, ob bei dir was drin war. Falls du vielleicht auch weißt. Was ist jetzt? Da ist er, der Troll. So war es heute Morgen. So startest du in den Tag rein. Machst das Ding auf, denkst, jawohl, Mbappé gezogen, kommt die Katoto vorbei. Egal. Bevor wir uns jetzt den Season Pass anschauen, schreib es bitte gerne in die Kommentare, wenn du mir da helfen kannst. Alle anderen, ihr könnt es ja in den Kommentaren nachlesen. Wenn ihr auch wirklich Packs hattet, dann könnt ihr nicht zuhören. Ich denke mal, gemeinsam werden wir da stark sein. Ja, POTM Premier League. Ja, gleich schauen wir uns den Season Pass an. Vorher noch POTM Premier League. Mo Salah, Romero, Declan Rice, bitte nicht. Den habe ich, Pedro Neto rechts vorne, also der ist ja beim Evolutions auch sehr beliebt, da habe ich auch gleich noch was zum Evolutions, war gestern richtig krass, was da abging, Mbeumo oder Mbeumo und Douglas Luiz, bin ich gespannt, POTM, Premier League, Salah wäre natürlich big, auch ein Romero würde ich, so einen spielbaren Romero, Argentinier, das könnte ich mir gut vorstellen, wer ist so dein Favorit, ich sag mal, ihr wollt Salah haben, oder, liege ich richtig? Ja, mal gucken. Schauen wir weiter. Okay, dann von Sheriff ist bestätigt worden, neues dynamisches Duo. Hat gestern einer sein Team runtergeschickt mit dem Teamnamen Alabas Havara. Wer nicht weiß, was Havara bedeutet, ist egal, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr lustiger Begriff, wenn man aus Bayern kommt und das dann hier so irgendwo liest. Onisivo, Mvene, ja, beide von Mainz, dynamisches Duo. Wir kennen das letztes Jahr mit dem österreichischen dynamischen Duo aus der Serie A. Da war Posch zum Beispiel dabei und Arnautovic. Jetzt bekommen wir Onisivo, Mvene. Ein paar haben sie jetzt geärgert, weil Mvene sie evolutioniert haben. Freunde, das Risiko geht immer mit. Bin ich gespannt, was es kostet. Ist auf jeden Fall was Tolles für meinen zweiten Account. Dann habe ich gestern bei Fucci dieses Ding hier gesehen. Best of the Best, pünktlich zum Ballon d'Or. Eine Evolution. Das ist nur eine Prediction. Also nicht, dass ihr jetzt hier in den Hype reingibt. Jawohl, ich kann Messi evolutionieren oder keine Ahnung. Haben die nur aus Prediction aufbereitet. 750.000 Münzen oder 15.000 Points. Wenn du meines Erachtens jetzt schon mal vorgenommen die Top 20 der Nominierten des Ballon d'Ors oder die Top 20 des Ballon d'Ors, wenn du da jeden mit 3 plus 3 Rating ausstatten könntest für 750.000 Coins, glaube ich, könnte das mega interessant werden. Natürlich, wenn du jetzt einen Mbappé hier nimmst und da reinpackst, weiß ich nicht, ob so viele von euch da einen Mbappé einfach mal auf dem Markt kaufen können. Wir versuchen unser Bestes mit dem Trading, aber so ganz locker wie die letzten Jahre ist aktuell auch noch nicht. Weil die Position-Modifikatoren doch noch fehlen. Aber was sagst du grundsätzlich dazu? Messi evolutionieren, Level 3, 3 Levels drauf, hätte sich doch verdient, oder? Meines Erachtens, und bitte seid mir jetzt nicht unsportlich in den Kommentaren, aber ich finde, er verdient den Ballon d'Or, Weltmeisterschaft, so ein Karriere-Highlight. Und Haaland hätte es auch verdient, aber der ist noch jung genug, der kann es nächstes Jahr dann auch gewinnen. Okay, verbleiben wir so. Evolutions-Thema. Es gingen Leaks rundum. Auf dieser Plattform, wie wir die vollkommen eskaliert, wenn Leaks besprochen werden. Angel Gomez, ZOMs, soll eine Evolution kommen oder Keeper Evolution soll kommen. Das sind ja zwei, die noch fehlen. Kann ich mir gut vorstellen, dass das demnächst auch kommen wird. Aber was mit der Community da teilweise passiert, wenn solche Leaks kassieren. Angel Gomez einfach im Hype mal auf 4, 5k hoch. Jerky ist jetzt bei 7k durch diesen Hype. Schaut bitte eure Teams durch nach ZOMs, nach Keepern und nehmt die Coins mit. Wenn ihr sagt, nee, braucht die Coins nicht, ich warte da lieber auf einen potenziellen Evolution, go for it. Jackie hat 5,5, der könnte da richtig geil werden. Aber das ist halt schon krass, da kommt irgendein Leak, was 0,0 bestätigt ist, ja, auf irgendeiner Plattform und dann eskaliert einfach mal der komplette Markt. Der Discord oder die Content Creator, die das
empfohlen haben, die werden sich wahrscheinlich die Hände reiben. Also wenn ihr da so extra krasse Anstiege immer seht auf dem Markt, bleibt vorsichtig, nehmt die Coins mit, verkauft die Karten, die ihr im Verein habt, fertig. Ja, aber bitte nicht zum Maxpreis. Gestern Timo auf der Weg gekommen, die Renan mit einem unglaublichen Pace-Upgrade, Kane, Haaland, Dzeko beschickt das natürlich, Spaß, Fenerbahce, dann eine Linksverteidigerin von der Elfenbeinküste, Spaß, Irland. Lasst euch da nicht immer triggern, Freunde. Viele verstehen die Ironie daraus teilweise nicht. Das meine ich nicht böse, aber manchmal bin ich eben ja von der FIFA-Community geprägt. Ja, ist gestern gekommen, kann man sich sicherlich die ein oder andere auf die Transferliste mit draufnehmen. Trading-Content, wer ÜV-Listen braucht, gestriges Video anschauen. Da gibt es für sehr wenig Budget und alles wirklich gute ÜV-Listen. Und am Wochenende kommen natürlich auch wieder Trading-Videos. Keine Sorge, jetzt gehen wir mal in Season Pass rein. Level 1, 2, Movember, Trikot. Dann natürlich, also wer macht mit beim Movember? Schreibt es mal bitte Movember in die Kommentare. Ja, Schnauze wachsen lassen, um Aufmerksamkeit für wichtige Dinge im Leben zu erregen. Das kann man auf jeden Fall sich dazu anschließen. Ja, würde uns auch gut stehen. Also wenn ihr Bock habt, wenn wir 14 Leute hier zusammenbekommen, die im November reinschreiben, mache ich auch mit dem Schnauzer. Meine Freundin fährt jetzt dann am Sonntag 4 Wochen in Urlaub, da ist es auch wurscht, wie ich ausschaue. Dann 381 plus Sturmruf ist back, sehr viel Futter, dann das Wappen hier und Level 5, 82x2, das ist relativ okay. Dann nochmal noch November Stadion Choreo 82x2 im Player Pick bei Level 8. Wir haben dieses Mal nur Saison 2, Teil 1, Dreiecke. Steht oben Saison 2, Teil 1, Dreiecke. Bedeutet, wir kriegen da noch weitere Teile, ist auch sehr abgespeckt. Aber da das erste coole Pack 83x3 oder 80x10. Gutes Pack, nehme ich definitiv das 80x10. Wenn es so zwei so Packs immer zur Auswahl gibt, ja, nehmt bitte immer das, wo ihr mehr Karten bekommt. Und dann geht's los mit den Karten. Und da hat sich EA diesmal wirklich mal ein bisschen Gedanken gemacht. Und ich finde es mega nice, wie sie es gemacht haben, wie sie es aufbereitet haben. Wir kriegen so ein Awoniyi, hat mal bei Union Berlin gespielt. Ja, ist okay, 85er Rating. Denkt euch bitte hier immer noch eine potenzielle Evolution dazu, dass man den noch ein bisschen upgraden kann. Weak Boot, Stats und so weiter. Könnte eine coole Karte werden. Dann haben wir einen Thunder Hayden aus der La Liga, da gibt es auch gleich die beste Karte aus dem ganzen Ding, da freue ich mich schon drauf, das euch vorzustellen. Und natürlich nochmal aus Bundesliga-Perspektive, FC Bayern-Fans, das war ja gestern schmerzhaft. Pokal hat seine eigenen Gesetze und Bayern ist da gestern wahrscheinlich auch mit an sich selbst gescheitert. Da hat man mal wieder gesehen, in den wichtigen Spielen, da fehlen vielleicht dann die ein oder andere Führungsspieler und ja, ist halt einfach so, so Spiele kannst du mal verlieren, aber dass sie dann nach dem Spiel halt überhaupt nicht zu den Fans gehen, fühle ich nicht. Zirzke auf jeden Fall, Serie A, macht da seine Buden derzeit, 1,93 groß bei denen. Also macht euch bei den drei schon mal gedanklich jetzt einen Marker hin, weil da kommt gleich noch was dazu. Dann 83 plus seltener Goldprofi, hat sich bei Level 11, das ist okay, dann nochmal ein Pick, dann haben wir einen 83x2, nochmal ein Pick, sehr viel Futter und hier ein 84x3, also es ist mega nice, ja. Und dann gehen wir jetzt hier wieder mal Premier League Nigeria, dynamisches Duo in Onyeka. Die Karte schaut echt gut aus für ein Free-to-Play-Sechser, hoch Working Rates, gute Stats, 93 Sprinttempo, 88 Beweglichkeit. Ey, wenn man den einbauen kann, finde ich schon mal sehr, sehr nice. Dann haben wir hier noch einen Ramazani. Okay, da ist leider das Problem, dass die alle ein bisschen so mit den Weak Boots und Skill Moves nicht so gesegnet sind. Könnte allerdings noch was kommen durch diverse Evolution Upgrades, hat gute Alternativ-Positions. Aber auch hier Belgien und La Liga und Davy Klaassen, nochmal ein ehemaliger Bundesliga-Star, Serie A, Niederlande, Link zur ersten Aufgabe wie die anderen beiden auch. Alles schön kombiniert, ist eine Karte, machbar als Fan. Würde ich dann bei den drei würde ich hier wahrscheinlich eher auf Onyeka gehen, weil der halt mit Premier League und da auch spielbar sehr, sehr coole Karte. Dann kommen wir zu richtig guten Futterpacks. Ich mache gleich noch ein Fazit zu den ganzen, also lasst euch davon nicht irritieren. 84x2 Pack, 81x11, auch gut, 85x2 und hier dann bei Level 20 87x2 und 86x3, alles in Ordnung. Und jetzt wirklich Iwobi, wieder Premier League mit Playstyle plus Upgrade sogar. Gute Stats, ja, leider nur 4-3, aber der bräuchte eine Evolution und dann wäre das so ein
ja, absoluter Allrounder, den kannst du auf der 8 spielen, den kannst du im Zentrum spielen. Ich glaube, die Karte mit einem Shadow oder was, oder die Karte mit einem Hunter offensiv, dann Shadow eher defensiv. Wenn er noch so einen kleinen Evolutions Boost hätte mit dem Playstyle Plus, den er bekommen hat, ja, weiter Pass, so ein spielbarer, so spielmachender 6er, 8er, könnte ich mir gut vorstellen, dass der gut ist. Und natürlich für alle, die Lorente Evolution gemacht haben. Ich habe ihn gerade erst abgeschlossen vorhin. Diese Karte mit dem Shadow sehe ich in meiner Innenverteidigung. Kopfball stark. Er hat 95 Ruhewert. Ja, sehr, sehr geil. Kopfballpräzision ist da. Kurzer Pass 95. Und natürlich wegen Lorente heute auch zwei Alternativpositions Innenverteidiger ZM. Gering Mittel, das ist das Problem, was ich bei der Karte sehe. Leider die Working Rates nicht so gut. Ja, bräuchte man auch so eine kleine Evolution und natürlich für die Serie A Rechtsverteidiger. Leider gibt es aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, da kommt irgendeiner an die Di Lorenzo Trailblazer ran. Wobei halt der mit Niederlande auch gut zu linken wäre. Passen hat er, harter Pass, okay, ist in Ordnung. Aber so grundsätzlich finde ich hier Witzel am besten wegen Lorente. Und dann beim Level 10, sorry, würde ich wahrscheinlich einen Zirzke nehmen oder einen Avonji, weil ich einfach einen Premier League Spieler dann habe vorne drin, keine Ahnung, weiß ich nicht, bin immer nicht sicher, was ich da nehmen würde bei Level 5, bei Level 10 auf jeden Fall den Onyeka und hier den Witzel, wobei halt der Iwobi auch cool wäre für Premier League, ne? Viele von euch können Premier League locker einbauen, also das ist nice, also ich finde es cool, dass die drei Karten, also den Perfect Link auch alle zueinander haben, also drei Karten mit einem Perfect Link. Dann finde ich super, dass der Season Pass nur noch 20 Levels braucht. Das heißt, den haben wir innerhalb von 14 Tagen fertig. Wenn ihr jetzt hinschaut, ich habe schon 3450 Punkte und ich habe eine Stunde Gameplay gemacht vorher wegen Lorente. Ganzen Aufgaben kannst du jetzt auch schon abschließen, bitte. Ich hoffe einfach nur für euch, dass ihr das Food Founder Trikot nicht abgestoßen habt, sondern noch irgendwo im Verein rumliegen habt. Dann wöchentliche Aufgaben, Wochenziele, Live-Aufgaben, themenbezogene Teams und so weiter. Ihr könnt das relativ gut und zügig abschließen, kommt es da auch gut voran. Haben wir dann in 20 Tagen bereits Teil 2 von dem Season Pass, ist abgespeckt das Ganze. Finde ich gut, dass es so ist. Klar können jetzt einige sagen, man, der letzte Season Pass war besser, die Packs waren viel besser. It is what it is, wir können es nicht ändern. Was ich für mich natürlich sehr schade finde, dass wir keine Belohnungen bekommen haben für die Meilensteine, also keine Meilensteinbelohnungen. Aber so in die Richtung, bin ich ehrlich, ich kann mit dem Season Pass sehr gut leben, ist jetzt nichts Herausragendes, wo man sagt, oh mein Gott, muss EA sind Kings, aber es ist auch nichts so Schlechtes, wie wir es sonst gehabt haben in den letzten Jahren. Ja, dann meine UV-Liste, Ward-Prowse ist raus, Nicoli, Talisca, Fleury, Chiesa, Kelly, Pope, Ramsdale, Jesus und James. Ich habe mir jetzt heute Morgen ein paar 84er eingepackt, ja, so im als dann die Rewards gekommen sind die gut runtergekommen, teilweise unter 3k bekommen. Habe sie jetzt für 4-3-5-3 gelistet. Warum habe ich das gemacht? Es kommt ein Hero Pack, ja, nochmal wiederholbar, zweimal wiederholbar, mit den gleichen Anforderungen, wie es schon war, als es released wurde am Sonntag. Und da hoffe ich einfach nur, dass dann heute Abend, wenn es kommt, kommt ja heute Abend, glaube ich, gell, spätestens morgen Abend, dass ich da dann gleich um die Zeit 18 Uhr, 19.05 Uhr dann, also 18.05 Uhr werde ich die Liste anbieten. Ich habe mir auch extra auf dem Smartphone schon einen Wecker gestellt. Ich muss dann ins Fußballtraining zu der Zeit fahren, dann kann ich nochmal schnell raufgehen, anbieten. Und dann hoffe ich, dass um 19.05 Uhr die 84, 85er rausgehen. Das ist noch so ein kleiner, ja, jetzt hat sich noch einer verkauft in der Zwischenzeit, wer ist es? McTominay ist wieder raus. Die Low-Budget-Informs, also für den Clubstock, sind auch ein bisschen angestiegen. Und ja, investmenttechnisch wieder am Wochenende wieder was vom Daredevil auf dem Discord kommen, da bin ich vollkommen überzeugt. Also habt da bitte immer ein Auge drauf, was auf dem Discord für Calls kommen. Ich werde am Samstag nochmal meine Liste hier komplett upgedatet hochladen und spätestens morgen Mittag dann nochmal ein Live starten. Heute weiß ich noch nicht genau, ich bin ein bisschen angeschlagen gesundheitlich und ja, von dem her bin ich aber jetzt noch ein bisschen so in der Zwickmühle. Ich hoffe, ich habe noch Centurions Torejagd und Sturm Trailblazer. Die beiden, einen der beiden Evolutions möchte ich noch starten. Weiß allerdings jetzt gerade nicht so, was ich mitnehmen möchte. Bräuchte irgendwas La Liga-technisches oder das möchte ich noch anmerken, ist meine absolute Lieblingskarte derzeit. Malcolm mittendrin.
4-3 zwar nur, aber die Karte spielt sich so verdammt gut. Super Abschluss, sehr beweglich. Wenn ich Gameplay mache, ist er mein Sub oder mein Unterschiedsspieler. Hilft mir mega, macht mir die Dinge angenehmer. Daher vielleicht irgendeine Karte, wo ich ihn auf Cam bekomme. Ich habe schon ein bisschen geschaut, nichts gefunden. Vielleicht könnt ihr mir so ein bisschen eure Evolutions mal ein bisschen so reinschreiben, was ihr gemacht habt und was ihr mir empfehlen würdet. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Anschauen. Gerne noch Video liken und einen Kommentar da lassen. Hilft mir sehr, motiviert mich hier weiterzumachen. Und ja, gerne auch die Glocke aktivieren und den Kanal abonnieren. Kuss, Peace out und bis später.